Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaft auferstanden. Es ist Ostern und wir feiern das Leben. In diesem Jahr wieder anders, als wir es gewohnt sind. Aber wir wissen uns verbunden durch Gottes Geist. Durch den Geist, der uns begleitet und der uns Kraft schenkt. Und so wenden wir, die evangelische und die katholische Gemeinde hier auf Zantener Stadtgebiet, uns in einen gemeinsamen Ostergruß an Sie und an euch. Liebe Schwestern und Brüder in der St. Viktor-Gemeinde und in der evangelischen Kirchengemeinde Xanten-Mörmter, liebe Geschwister nah und fern, ein Kartenmotiv mit guten Osterwünschen leitet uns in diesem Ostergruß, den wir in ökumenischer Verbundenheit an Sie alle richten. Einige von Ihnen haben in den letzten Tagen oder Wochen diese Karte vielleicht in Ihrem Briefkasten gehabt. Zu sehen sind darauf 3 Steine, die bemalt sind. Steine der Ermutigung sollen es sein. So wie wir im letzten Jahr eine lange Reihe von Steinen in unserem Xantener Kurparken finden konnten, bemalt von uns und für uns, aber nicht nur bei uns in Xanten, sondern auch quer durch die ganze Republik waren diese Steine zu finden. Zeichen der Verbundenheit der Menschen untereinander. Die Steine unserer Karte zeigen 3 Motive, die in unserer christlichen Tradition Ausgangspunkt für Hoffnung und für Ermutigung sind. 3 Kreuze zeigt der erste Stein, der links zu sehen ist. Der zweite in der Mitte liegende Stein, das offene Grab, in dem Jesus Christus begraben wurde, aber dennoch dann nicht mehr im Grab geblieben ist. Und rechts schließlich der dritte Stein mit einer alten Darstellung, die für die Christen der ersten Tage in der Antike ein Erkennungszeichen gewesen sind, ein Fisch. Drei Steine stehen im Zentrum dieses Ostergrußes. Auf dem Stein ganz links zunächst 3 Kreuze. Sie erinnern daran, dass Jesus nicht allein gekreuzigt wurde, sondern in der Mitte zwischen 2 Verbrechern. So wird deutlich, Jesu Tod geschieht inmitten menschlicher Schuld und inmitten menschlichen Versagens. Jesus geht sozusagen genau dort hinein, um uns von den Folgen dieses Versagens zu erlösen. Die 3 Kreuze erinnern mich aber auch noch etwas an etwas anderes, nämlich an die Mehrzahl und die Vielzahl der Leiden, die wir bis heute erleben müssen. Ich denke dabei an die, die schwer an Corona erkrankt sind oder sogar daran gestorben. Ich denke an die Menschen, die im Mittelmeer ertrunken sind. 21.500 seit 2014. Ich denke an die Eingekerkerten, die nichts anderes taten, als für Freiheit und Menschenrechte auf die Straße zu gehen. Aber dann der mittlere Stein, das offene Grab, wiederum im Zentrum, in der Mitte zwischen den beiden anderen. Wir bleiben nicht am Karfreitag stehen, Jesus geht weiter. Und das offene Grab wird zum großen Hoffnungszeichen für die ganze Welt. Denn es zeigt, Jesus ist nicht im Tod geblieben. Er lebt, wie wir sagen. Sein liebendes, verzeihendes, befreiendes und erlösendes Wirken, heilendes Wirken, ist nicht zu Ende, sondern geht weiter, bis Gott alles in allem ist, bis alle Tränen getrocknet sind und kein Leiden und Geschrei mehr sein wird. Auf dem dritten Stein schließlich ein Fisch. Die ersten Jünger, die Jesus berief, waren Fischer. Und Jesus berief sie, damit sie Menschen für den Glauben gewinnen. So wurde in der frühen Christenheit der Fisch zum Erkennungszeichen, zumal er ein kleines Glaubensbekenntnis in sich birgt. Die Buchstaben des griechischen Wortes Ichthys
bedeuten, wenn man sie als Anfangsbuchstaben anderer Worte liest, Jesus Christus, Gottes Sohn, Retter, Heiland der Welt. Uns heutige Christen erinnert der Fisch an die bleibende Aufgabe, nämlich die gute Nachricht von Gottes verlässlichem und befreiendem Wirken hinauszutragen in die Welt und dafür einzustehen mit Wort und Tat. Steh auf in uns, du Auferstandener, bist hinabgestiegen in den Tod und zu allen, die er in sich begraben hat. Steig auch in uns hinab, bis in alles, was in uns tot ist, und zu allem, was auf dein Leben wartet und dein Licht. Du bist wahrhaft auferstanden aus dem Grab und führst die Toten ins Leben, die Verdunkelten ins Licht und die Sünder in die Versöhnung des Vaters. Steh auch auf in uns, aus unseren Gräbern, und hebe, was in uns tot ist, ins Leben. Unser Unansehnliches in den liebenden Blick und unsere Schuld in die wartenden Arme des Vaters. Amen. Segne uns, Herr, bewahre uns vor allem Bösen und führe uns zum ewigen Leben. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich grüße unsere Gemeinden in Xanten mit einem Spruch aus dem Psalm 36, das ist mein Konfirmationsspruch, 36,10. Du bist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Frohe Ostern!